Da kommen wir gleich wieder in ein Top-Match im Viertelfinale. Also eigentlich sind da jetzt alle top, ja. Sind ja die Besten oder den Besten. Aber Die zu Champions. Liverpool gegen Bayern München. Alter, ich sollte das nicht tun. Alter. Das Special ist draußen jetzt. So. Ja, 1:3 war das Hinspiel. Jetzt hier in Liverpool an der Anfield Road muss man eigentlich nur schauen, dass man nicht zu viele Tore bekommt. Maximal 2 darf man bekommen. Mehr nicht mehr. Und natürlich viel schießen. Braucht's was? Braucht's hier was? Ja, was denn? Da, das ist wurscht, baut das zusammen irgendwie. Ja, ich kann jetzt nicht. Später. Aber Viertelfinale zum Bestreiten. Machen wir das mal ohne. Na, ich habe da kleine zu so zwei Lego-Autos gegeben, die ich nicht benutze mehr. Okay. So ein bisschen spielen und da ist jetzt ein Teil runtergegangen. So, Mission. Tore. Machen. Oh! So, erstes Foul nach 5 Minuten. Oh, der rennt nicht mit. Oh. Salam. Yeah. Nein! Oh, den habe ich schon drinnen gesehen jetzt. Schöner Konter von Bayern München. Oh, schade. Oh. Oh, der war zweit.
Wird jetzt Geld geben, ja. Ja, 24 Minuten. Das ist eine sehr schnelle, hektische Partie, würde ich mal sie nennen. Oh, yes. Okay. Lewandowski mit dem ersten Tor in dieser Partie. Sein sechster Treffer. Ja, man spielt jetzt aber hier in Liverpool, glaube ich. Genau. Somit benötigt man noch zwei Tore. Oh mein Gott. Ja. Gut, dass das jetzt kein Spieler war. Oh schön. Oh schön. Robin, auch sein vierter Treffer mittlerweile schon. Und da sieht Liverpool gar nicht gut aus jetzt in dieser Situation. Boah, da habe ich mir gedacht, nicht fallen, nicht fallen. Schön. Ja, gefühlsmäßig hat man Salah auch besser, derweil unter Kontrolle. Ja, Alaba hat wirklich voll da. Wahnsinn, schon fromm wieder. Und wenn nicht Alaba da ist, dann ist einer seiner Hintermänner da. So, also Vordermänner, eigentlich. So wie Goretzka vorhin. Der war gerade abgefälscht. Und den muss ich jetzt machen. Der war auch nach draußen. Nur keine rote, nur keine rote. Van Dijk, der Abwehrchef. Oh. Scheiße. War aber nicht mein letzter Mann eigentlich. Ja, oh ja. Der 32er war noch hinter ihm, glaube ich. Ja, aber der wird mal reicht. Na gut, Salah geht. Chamberlain wird kommen. Muss taktisch da umstellen. Oh, oh mein schöner Gott. Ball von Chamberlain auf Bernardo. Nein! Nein! Gott sei Dank! Gott sei Dank war er da noch dran. Und gut gestört noch. Oh, das war wichtig. Naja, da zeichnet er sich aus. Oh! Alter! Da ist Lewandowski umgerannt worden oder ist selber wo reingelaufen, das kann man nicht so genau sagen. Ja, man verändert hier, weil er mein.
Nichts. Ja, hier schon ein bisschen. Ja! Oh, wunderschöner Pass. Oh, und der war euch. Oh. Money! Nein! Chamberlain! Auf Money! Und da macht zumindest ein erlösendes Tor hier mal. Naja, so wären sie eh noch durchgekommen. Ja. Aber so braucht es mindestens Basel mal zwei Tore, dass sie fix raus sind. Ah, Basel, Bayern. Basel. Ja, bin schon ganz Basel geschickt jetzt. Wenn wir viel gegen Basel spielen. Yes. Ja, das gibt's nicht. Lewandowski Nummer 7. Das bedeutet jetzt aber, jedes weitere Tor bedeutet kein Unentschieden mehr. Genau. Also, das war jetzt ein bisschen blöd ausgedrückt, aber... Oh. Klar ist, wenn Bayern noch anschießen sollte... Braucht Liverpool 2. Bei Liverpool 2. Oh. Oh, schon. Oh. Könnte der nächste Rote sein? Nein, glaube ich nicht, dass er da rot ist. Yes! Oh, Lewandowski Nummer 8! Ja, tut auch was vielleicht für die Torschützenliste. Da, die hat man ja überhaupt nicht im Überblick jetzt, oder ich zumindest. Gut, dann machen wir das mal so. Ja, Torschützen technisch müsste Lewandowski sehr weit vorne sein. Das kann ich mit 8 Treffern sicher unter den Top 4. Wenn nicht sogar Top 3. Erster ist auf jeden Fall Ronaldo, das weiß ich. Der hat 10 Tore. Na gut, letzter Wechsel ist gefolgt. Bei Liverpool. Die brauchen jetzt zwei Dinger. Oh. Oh. Mm.
Ah, Wijnaldum. Na gut, jetzt wieder aber wirklich voll riskiert. Hier. Man hat keinen Innenverteidiger mehr jetzt am Platz. Eben durch die rote Karte. Fabinho in die Innenverteidigung gerückt, jetzt rückt Wijnaldum in die Innenverteidigung. Macht Platz für Sturridge. Der auch erst, glaube ich, zu seinem zweiten Einsatz kommt oder so. Oh, riesige Chance für Gnabry. Ah, das war fahrlässig. Was? Der ist ja nicht einmal hingegangen! Alter! Fake! Alter, der Schiri hasst Liverpool, glaube ich. Oh. Oh. Geht schon 10 Minuten noch, ein bisschen mehr. Ah. Schon gemacht. Oh. Oh. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Oh. Oxlade. Und es gibt noch eine Minute mindestens. Aber sie brauchen noch eins und das wird extrem schwierig und vor allem sehr knapp. Also da gibt es eine Chance, maximal, wenn überhaupt. Ja, okay, man kann da eh nichts jetzt ändern, so großartig noch in dieser einen Minute. Ja. Ja, das musste man jetzt noch so spielen, eine Minute. Puh, Glück in Unglück für die Bayern. Ja, aber es war ein sehr gutes Match, muss ich sagen. Hohes Niveau.